Leute, willkommen zum ersten Bikepark-Video 2024 auf meinem Kanal. Volker und mich zog es bei herrlichstem Wetter in den Bikepark Silbersattel Steinach in Thüringen. Ein kleiner, aber feiner Park, der nie groß überlaufen ist, aber jede Menge coole Lines zum Fahren bietet. Ich hatte für den Einsatz mein Nox Epium Light E-Bike dabei. Und während sich die Lifter im Warm-Up-Modus befanden, bereiteten wir uns und die Bikes schon mal etwas vor. Jetzt mache ich das Ganze schon einige Jahre, aber es ist immer irgendwie etwas Besonderes, wenn es wieder in der neuen Bikepark-Saison wieder losgeht. Das erste Mal die Karte über den Scanner ziehen, dann das Bike einhängen, schnell in den Sessellift hüpfen und dann das Kopfkarussell mal wieder auf Hochtouren arbeiten lassen. Ein was wird sich hier wohl nie ändern und das ist die Aufregung vor der allerersten Abfahrt in der Bikepark-Saison 2024. Wie faul kann man eigentlich wirklich sein, dass man selbst mit einem E-Bike im Bikepark unterwegs ist? Das ist wieder, ach, einfach nur schön. Volker, wir fahren jetzt erstmal die Flow, oder? Richtig. Schön. Alles erstmal auf Sicht. Juri, let's go. Es darf geflowt werden, meine lieben Herrschaften. Boah, bei den Kurven muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Die sind zum Teil echt rutschig. Manche Kehren sind hier relativ spitz zulaufend und die machen auch ganz schön zu. Oh, die ist auch zornig, spitz hier. Ja, Volker, der ist richtig gut im Saft. Das merkt man bei dem. Der fährt Sommer wie Winter viel sein Fahrrad. Ja, zackig, Volker. Sehr zackig, mein Freund. Ja, da muss man wirklich auch ein bisschen Abstand lassen. Es rollt schon hier schnell durch. Alter. Aber auch die Flowline macht hier echt Spaß, Leute. Geil. Sehr geil. Und eher als wir uns versehen haben, war auch schon der erste Lauf im Bikepark Steinach History. Schön. Ich bin das Ding abends noch im Bett gefahren, Alter. Ja. Zoom, 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 zoom. Weißt, kennst du das, wenn sie so, wenn die Pros immer, bevor sie in die Strecke fahren, nochmal so. Ja, im Kopf so durchgehen. Geil. Ja, das Roadgap hier, das ist schon massiv auch, ne? Ja, aber das ist auch noch nicht fertig, Alter. Nee, ja, schon trotzdem. Obwohl, ich glaube, das ist jetzt ja jemand. Ich glaube schon, dass es fertig ist, aber schon derbe Nummer. Ja, Leute, guckt euch das Ding mal an. Das ist schon, boah, ihr kommt hier mit Mach 3 dann runtergescheppert. Ihr müsst euch mal überlegen, was ihr hier wirklich für eine Geschwindigkeit braucht, dass ihr dieses Gap hier jetzt einfach mal macht. Puh. Aber jetzt mal Real Talk. Solche Gaps sind schon eine Hausnummer. Vielleicht würde ich sowas machen, wenn ich nochmal 20 Jahre jünger wäre. Aber ja, hätte Fahrradkette. Ich bin jedenfalls mega happy mit meinem Nox Epium. Auf Flowlines macht es einen riesen Spaß und ist super wendig. Ich bin aber auch ein Freund von wurzeligen Enduro Trails. Und aus diesem Grund ging es jetzt für uns auf die Freeride Line. Ich war echt gespannt, wie sich das Epium dort schlägt. Auf geht's, Leute. Wir fahren jetzt die Freeride Line. Oh, das ist aber auch ein gutes Gebockel hier durch. Alter. Auf der Freeride Line habe ich relativ schnell gespürt, dass mein Fahrwerk mittlerweile echt halbwegs gut eingestellt gewesen ist. Mich hat es nicht von den Pedalen runtergehoben, das Rad hat nicht das Bockeln angefangen in den etwas schnelleren Passagen, die Gabel hat richtig sauber gearbeitet und hat super funktioniert und hat nicht das Kicken angefangen. Also im Großen und Ganzen war ich da schon mal sehr happy. Oh, das ist eine neue, kann das sein? Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich noch gar nicht. Hä, ist das neu? Das ist neu, oder? Hä? Okay.
Oh, Schiefer haben wir da hier. Ganz viel Schiefer. Oh, da wird's tricky. Alter. Ja, genau, da oben hätten wir rechts gehen können. Ja, aber das ist neu gemacht, oder? Ja, ich glaube schon, ich weiß nicht, genau. Das ist, glaube ich, echt neu gemacht. Aber das ist dann ein wenig ein schnelleres Stück, glaube ich. Ich glaube es auch, ja. Was kommt da jetzt? Ach, scheiß Switchbacks immer hier. Ah, yeah! Oh, die Linie war dumm. Oh, was ist das? Oh, das ist richtig bockelig hier. Alter. Ja, okay, jetzt da rein. Oh, man muss echt aufpassen, weil es, wie gesagt, ein bisschen rutschig ist, der Bums. Aber geht. Wow, geil. Ach, das macht einfach nur Spaß, so richtig entspannt mal wieder einen Tag im Bikepark zu verbringen. Vor allem, wenn es der erste Tag im Jahr ist und noch dazu mit einem brandneuen Light-EMDB hier von mir das gefahrene Nox Epium. Das hat schon richtig Bock gemacht. Aber jetzt hieß es für uns erstmal eine kurze Kaffeepause, denn die haben wir uns reglich verdient. Schön entspannt hier vorne an den Lift hingechillt und haben unseren Kaffee hier erstmal schmecken lassen. Ja, das hat natürlich dann auch nicht lange gedauert, bis hier uns das nächste Malheur passiert ist. Es ist schon wieder, also ich hab die Kamera gerade ausgeschalten, wollte jetzt die DJI nehmen. Moment, das waren keine 3 Sekunden, Volker. Das waren keine 3 Sekunden. Diesmal war es ich nicht. Diesmal war ich es nicht, Leute. Volker ist schon rangestoßen. Sieht aus, als hätte sich halt einfach mal hier irgendjemand drüber erbrochen. Also ja, lass dir es erstmal schmecken, mein Freund. Naja, ist ja jedenfalls absolut nichts Neues, dass uns mal sowas passiert. Jedenfalls haben wir hier noch unseren restlichen Kaffee schmecken lassen, ein letztes Mal in den Lift gesetzt und dann ging es für mich auch hier nochmal auf die Downhill-Line. Das wollte ich unbedingt nochmal ausprobieren mit dem Nox Epium und 160 mm Federweg. Aber schön angelegt alles hier. Die Drops sind eigentlich ganz entspannt. Da kommt man eigentlich easy rein. Der erste Eindruck, den ich jetzt hier vom Epium im Bikepark bekommen habe, war einfach nur positiv gewesen, muss ich sagen. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen gestört hat, war vielleicht die 36er Gabel. Ich muss sagen, ich bin die meiste Zeit immer auf 38ern unterwegs und eine 36er hat eben nun mal dünnere Standrohre und eben nun mal mehr Flex. Und das Ganze bei meinem Körpergewicht all in mit 90 Kilo ist das schon spürbar. Aber hey, dann muss ich eben einfach mal eine saubere Linie fahren, was ja auch nicht schlecht sein kann. Deswegen will ich dann mal gar nicht so viel Schlechtes drüber verlieren, denn das Rad selber an sich macht einfach nur unfassbar viel Spaß und funktioniert. Oh fuck, falsch reingekommen. Alter. Puh, das bockelt, ey. Ja. Holla die Waldfee. Aber schon knackig. Aber auf jeden Fall knackig, das Ding hier. So, hier. Boah, ist das steil. Okay. Schöner Absatz. Junge. Jetzt hier wieder rauf. Oh, hier ist noch mal ein bisschen. Oh, Alter, dieser Schiefer. Das ist krass. Das ist echt krass. Ist das Stop oder was? Oh shit. Das war ein Drop. Okay. Alter Falter. Alter, ganz ehrlich, also auf der Line, da fährt so ein bisschen die Angst schon mit, ne? Oh, wo ist der Volker? Scheiße, der war doch gerade noch hinter mir. Oh, da ist er.
Jo, Folger! Abgestiegen, Alter. Bist du abgestiegen? Ja. Wo? Alles gut? Ja, in dem einen Steilstück vorne mit dem Vorderrad hängen geblieben. Ah, fuck it. Einfach mal losgelassen und das Rad abgestiegen. Ja, manchmal muss man auch einfach mal loslassen können, ne? Kein Grund zur Sorge, meine lieben Leute, dem Folger ist nichts passiert. Mein damaliger Motocross-Vorstand hätte jetzt wohl gesagt, solange dass du noch aufstehen kannst, ist nichts passiert. Aber in diesem Sinne möchte ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir hatten einen wunderschönen Tag hier im Bikepark Silbersattel in Steinach. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. Schallert das Glöckchen an, dann verpasst ihr keine aktuellen Videos mehr hier auf diesem Kanal und seid immer up to date und ihr unterstützt mich, dass ich weiterhin coole und witzige Videos für euch produzieren kann. Ich sag danke, Folger sagt auch danke, wir sind raus, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Streifen, euer Mike.